So, ganz locker flockig, alles mal hin. In der Zeit, kann ich nochmal ganz kurz gucken, habe ich noch eine Frage? Würdest du gern ein Spiel produzieren, herstellen oder erfinden? Und wenn ja, was für eine Art soll es denn werden und für wen? Also ich weiß ja nicht, ob du schon wusstest. Aber ich bin schon dabei, ein Spiel zu programmieren. Klingt komisch, ist aber so. Ja. Ist auch schon seit April, Mai ist das halt wirklich fest in Entwicklung. Ich arbeite da halt alleine dran, darum wird das halt wirklich sehr, sehr lange dauern, bis das dann irgendwann mal fertig ist. Und werde jetzt auch noch gar nicht mal so viel dazu verraten, sondern halt erst, man kann halt, ich bin halt nach wie vor halt in der Konzeptphase, das heißt, man kann immer viel reinbauen wollen, aber was dann auch tatsächlich reinkommen wird, und sag schon, auch wirklich spielerisch Sinn macht, spielerisch Spaß macht und sowas, das muss man halt dann gucken, halt während man in Entwicklung ist, wie viel davon kann man tatsächlich so umsetzen, dass es halt auch noch Sinn ergibt und sowas. Aber ich habe grundsätzlich relativ große Pläne dafür. Was ich sagen kann, ist halt, es wird ein 2D-Spiel. Ähnlich wie Castlevania, aber halt ein richtiges RPG. Ne, also schon ansatzweise vernünftig. Sind dafür viele Dinge geplant. Was davon tatsächlich in das fertige Spiel damit reinkommt, muss man halt dann jetzt gucken, während ich halt noch am Entwickeln bin. Durch die ganzen Let's Plays und ähnliches, durch Arbeit, durch hier vom Watt und da vom Watt, da habe ich natürlich jetzt nicht so die Masse an Zeit, halt das zu programmieren, was ich halt alles einbauen will. Na, aber ich habe viele Pläne für das Spiel und ja, es wird halt größtenteils ein Spiel für RPG-Liebhaber, für Leute, die auf Spiele mit Pixel-Look stehen. Ja, also es ist halt jetzt auch ein pixeliges Spiel, jetzt nicht ganz so krass wie irgendwelche alten Atari Amiga Spiele oder sowas, aber es ist, ich denke mal, viele werden sich an den Spieler freuen, viele werden denken, was ist das für ein Scheiß, ja, aber mal gucken. Es wird noch viel Zeit vergehen, bis dieses Spiel dann irgendwann mal fertig wird. Die erste ansatzweise spielbare Version erwarte ich, sag schon, erst gegen Ende 2017. Manche werden sagen, was, so lang? Ja, aber das ist realistisch. Das ist durchaus realistisch, halt aufgrund des Arbeitsaufwandes, den ich halt dafür derzeit betreibe, was sehr wenig ist. Ja, aber halt, ich mache Fortschritte, ich mache viele Zeichnungen, ich mache viel Programmierung dafür. Und irgendwann wird es dann soweit sein, dass es fertig ist. Siehst du, da habe ich sogar viel zu viel Treppen hergestellt. Aber wir haben auch sowieso viel zu viel Steine eingesammelt. Ne? So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Da müssen wir jetzt nur noch hier alles vernünftig beleuchten. Und dann mal gucken. Also halt, ich habe geplant, dass ich so nächstes Jahr, so ungefähr Richtung Mitte nächsten Jahres, erste Screenshots, erste Konzeptzeichnungen halt zum Spiel halt auf dem Blog veröffentliche. Und naja, mal gucken, ob das dann auch alles so klappt und auch alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Es ist halt wirklich viel Aufwand, viel Arbeit, halt so ein Spiel zu programmieren, weil das ist nicht mal eben so eben schnell hier irgendwas dahergedingst und dann funktioniert das schon, sondern es ist halt wirklich viel Arbeit. Wer was anderes behauptet, der lügt. Ja,
aber nun gut. Es ist jetzt auch nichts, wo ich jetzt sage, ich möchte dazu weitere Leute halt einstellen oder ähnliches oder die halt ehrenamtlich daran arbeiten oder ähnliches, die einfach nur mal dran arbeiten, weil sie Lust daran haben oder ähnliches. Ey, ich meine, ähnliches im Moment, es tut mir wirklich leid, ne, aber es ist halt etwas, ist ähnlich wie die WoW-Serie, an der ich arbeite. Ist etwas, das will ich halt wirklich selber halt machen, weil ich halt dann 100% Kontrolle darüber habe. Mir nicht von irgendwas daher reinreden lasse, was natürlich grundsätzlich nicht so verkehrt sein muss, ich aber dennoch in dem Fall halt nicht möchte. Ne, und ich bin gespannt, was dann letztendlich daraus wird. Allein von meinen Vorstellungen her, wie groß ich halt das Ganze machen will, also halt wie viel spielbarer Content halt da drin ist, da denke ich mir halt so, ja, ich als einzelne Person soll das alles bewerkstelligen? Na, ich weiß ja nicht, ne, aber deswegen, ich gehe mal davon aus, ein Release ist erst 2018, 2019 frühestens. Wenn alles gut klappt. Und das ist halt auch etwas von den Dingen, an denen ich halt arbeiten werde, wenn ich dann jetzt mit den Let's Plays, ich sag mal, jetzt nicht ganz so viel am Hut habe, weil das dann schon alles produziert ist und das dann quasi alles im Hintergrund läuft. Ne? Das ist halt auch eins der Dinge von vielen anderen Nebendingen, von denen ich teilweise noch gar nicht erzähle, an denen ich arbeite, neben den ganzen Zocken und neben den sonstigen Arbeiten und ähnliches. Heute ist die totale und ähnliches voll, sorry. Ja, aber ja, Rollenspiel, 2D Sidescroller, Oldschool Pixel Look, aber nicht ganz so oldschool, sondern halt immer noch irgendwie okay. Ja, und oh, für Rollenspielliebhaber. Das ist so das, worum es im Prinzip dann geht. So, mal kurz gucken, ob hier nichts gespawnt ist. Weiter sind es ja dann noch irgendwie so leicht dunkle Ecken hier und dort. Aber sieht gut aus. So, dann nehmen wir mal ein paar von den Dingern mit. Ich weiß gar nicht, ob die reichen werden. Wir machen einmal die Hälfte. Weniger als die Hälfte. So, zack. Dann brauche ich natürlich noch ein paar Sticks. Ein paar hunderttausend Röfzig. Nein, das war das Falsche. Das hier wollte ich. Ich weiß, da waren auch noch Sticks über. Ich weiß. Ist mir jetzt auch egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein paar Sticks auf Reserve. Machen wir mal hier, machen wir mal da. Ja, machen wir ruhig ein paar zu viel. Ist auch okay. So, dann kommt da mal eine rein. Kommt da mal eine rein. Kommt. Warte mal, ich mach das mal so, dann ist es einfacher. Kommt da mal eine rein. Da ist schon, da ist auch schon, da schon. So. Ach, jetzt bin ich das jetzt gewohnt, so plötzlich, dass es irgendwo da hinten ist. Ist es aber gar nicht. So, zack. Nein, zack. Ja, ist schon besser. Zack. Und zack. Zack. Habe ich ja schon richtig vorgearbeitet. Mensch, da hat das Mammut ja mal nachgedacht bei dem, was er da tut. Ist ja ein Hammer. Ist ja fast so, als ist das so gewollt. Wow. Ich erstaune mich manchmal über das, was ich schon getan habe. Na, hier bin ich wieder enttäuscht. Oder beziehungsweise hier ist alles beim Alten. Alles so, wie man es gewohnt ist. Ja, ja. Oh, ernsthaft. Nein! Nein! Nicht das Ding. Obwohl, das kann ich einfach so abbauen, ne? Glaube ich. Ist ja nicht wie... Jetzt kriege ich das Ding da nicht raus. Was ist denn wahr? Weil ich kein Magnetschwert dabei habe.
Nein, falsche Kiste. Hier. Gib mich das Dingens. Das ist mein Dingens. Klaumensch. Meins. So. Ja. Da muss es hin. War gerade echt verwirrt. Hä? Wo muss das jetzt hin? Hier mal so. Da was raus. Hier was rein. Da was raus. Hier was rein. Da was raus. Hier was rein. Und da was raus. Hier was rein. Und da was raus. Und hier was rein. Ja, wie mach ich das? Ich weiß gar nicht. Kann ich? Muss ich austesten. Theoretisch müsste das ja gehen. Ja. Okay. Dann wird das halt von unten halt angeleuchtet. So. Hier kommt dann nix rein. Da kommen halt nur Gedönskisten hin. So. Und so. Da haben wir jetzt tatsächlich 34 Dinger gesetzt. Das heißt, unsere Dinger werden wahrscheinlich nicht ganz so sehr reichen, aber das ist nicht schlimm. Wir haben noch genug Glowstone am Start, dass wir halt das eventuell verbessern können. Unter Umständen. So, kommt das jetzt hier alles nochmal irgendwo rein? Ich habe immer noch die Höhlen-Playlist an. Ist ja furchtbar. So. Und dann machen wir das hier mal alles dicht. Da haben wir zumindest endlich mal die Beleuchtung hier drin. Muss mir jetzt nicht mehr ganz so eine Beleuchtung machen. Nein, ganz so Gedanken machen hier, ob hier immer was spawnen. Beziehungsweise müssen halt immer noch dann die Decke halt bearbeiten. Weil die Decke muss ja auch noch bearbeitet werden. Ohne Decke ist halt schlecht. Sowohl im Bett als auch im Haus. Klingt komisch, ist aber so. Wo Glowstone? Ne, haben wir noch nicht alle gesetzt. Ich habe mich gerade gefragt, so, habe ich die nicht schon alle? Nö, natürlich nicht. So, da hinten brauche ich noch ein paar. 1, 2, 3. Ja, 3, ist richtig. Wir haben ja 31 Dinger gehabt. 3 müssen wir noch. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Flup. So, wenn das mal dann nicht hier eine vernünftige, ausgiebige Beleuchtung ist, dann weiß ich auch nicht. Ne, da ist nur der Stein davor. Okay. Ja. Funktioniert doch. Ist doch super. So, dann hier ein paar Glowstones. Die packe ich nochmal eben schnell in die Decke. Zack. 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 Und dann muss ich da noch Cleanstones verwenden, um dann hier die einzelnen Dinger jetzt hier nochmal genauer zu machen. Die Auseinanderschreitungen. Manchmal habe ich mir hier auch Barrieren in den Weg gesetzt, wo man sich einfach nur fragt, warum? So, hier müsste halt eine hin, das geht aber nicht, weil halt Ausgang. Das bedeutet aber, hier müsste eine hin. Und da müsste eine hin. Und da müsste eine hin. So. Die Kisten sind zum Glück gar nicht im Weg. Nein, nein. Wahrscheinlich werden die Glowstones hier gar nicht mal so ganz reichen. Wobei, vielleicht knapp. Nein, werden sie nicht. Hier sind viel zu viele Löcher. Na gut, dann machen wir zumindest das jetzt hier nochmal schnell zu Ende. Und dann gehe ich mal wieder in meine einwöchige Minecraft-Pause. Was immer noch eine gute Entscheidung ist. Und ja,
dann mal gucken, was wir beim nächsten Mal machen, ob wir dann hier weiterwerkeln. Wobei, so langsam könnten wir eigentlich das Ganze wirklich mal zum Ende bringen. Jo, damit haben wir keinen Glowstones mehr. Aber wir haben hier eine ganze Ecke heller beleuchtet. Es wirkt schon eine ganze Ecke heller, obwohl wir halt wirklich dunkle Materialien verwenden. Es ist, ne, auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir das Ganze halt nur noch fertig kriegen, Regalsystem einbauen und, naja, fertig ist der IKEA-Keller. Ja, ne, aber nun gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.